Er gehört zu den ganz erfolgreichen Interpreten, die wir derzeit haben. Seine Langspielplatten verkaufen sich wie warme Semmeln. Darum geht es ihm alleine nicht, sondern um seine Musik. Demnächst wird er sogar mit den Stones gemeinsam auftreten. Alles hat er erreicht. Gestern bei der Generalprobe habe ich gesagt, heute ist er so gut wie morgen, gestern so gut wie heute. Eigentlich kann er nie besser sein. Hier kommt Peter Maffay. Peter, vielen Dank. Der Peter und ich, wir kennen uns seit so vielen Jahren und haben schon so viel zusammen geblödelt. Ist dann immer schwer, wenn man sich in einer Sendung begegnet und was ganz Neues erfragen will. Aber dass du bei den Stones zusammen spielst, bei ihrem Konzert hier in Deutschland, das macht dich stolz, das gibst du zu. Ja, weil ich auf diese Art von Musik schon seit sehr langer Zeit stehe und niemals dachte, dass es so weit kommen würde. Und jetzt ist es halt soweit, die haben uns eingeladen und wir freuen uns, dass wir da mitmachen können. Als du 63 aus Rumänien gekommen bist, 64 gab es die Musik der Stones, hast du das immer gehört? Haben die eigentlich auch deine Platten schon gehört? Nee, bestimmt nicht. Also ich werde die welche schicken. Ihr protestiert, ja? Haben sie schon gehört? Gut. Also ich bin davon überzeugt, Mick Jagger wird begeistert sein von deiner Musik. Ich glaube, er hat im Augenblick ein wenig was anderes im Kopf, als meine Sachen zu hören. Da sei jetzt nicht so bescheiden. Ich habe was mit dir vor, Peter. Ich möchte dich reinlegen. Wir blödeln nämlich hier seit Tagen rum. Wenn man Peter Maffay sieht, sieht man ihn immer in seinen Lederhosen. Ich glaube, die kenne ich schon seit 5 Jahren. Oder meistens in seinen Lederjacken mit seinen Abzeichen, mit Struffelkopf und immer so wild, als käme er gerade von einer neuen Motorrad-Rallye zurückgefahren. Und dann haben die Mädchen hier, die Kostümbildnerinnen, mit mir gewettet, dass ich es nicht schaffe, dich nach hinten zu schicken und dass man dich mal so richtig nett rausputzt. So im Anzug und mit Krawatte und so. Also, ich bin bereit, die Wette zu verlieren. Ja, darf ich mal fragen, ja? Wie du dir das vorstellst? Du, ich bin bereit, die Wette zu verlieren. Meinst du, er sieht gut aus im Anzug? Hast du ihn schon mal so gesehen? Ich habe eine Idee. Ich habe in meinem Gitarrenkoffer noch eine alte Krawatte von vor 10 Jahren. Gut, geht mal üben. Geht mal üben, ja? Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, Peter Maffay. So, dürfen wir Ihnen das überreichen? Herr Müller, herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Herr Schulz, ich habe eine Frage. Ja? Haben Sie schon meine Militärin gesehen? Ja, ich weiß, dass man da eine Kamera halten. Meine Damen und Herren, Sie sehen den zahmen Rocksänger Peter Maffay. So sieht er in 20 Jahren aus, wenn seine Platten nicht mehr laufen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Mit Samtschuhen, mit Kätzchen hier. Ja. Wie viel Uhr ist denn? Ich finde, dass du deine Zeit wieder erheblich überziehst. Hör mal, jetzt benimm dich schon so spießig, wenn du so einen Anzug anhast, ja? Also jetzt 10 Minuten, das ist ja noch nichts, oder? Peter, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Komm gut nach Hause. Danke, Peter Maffay. Grüß deine Jungs noch schön.